Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Astronier. So, heute auf dem Programm erstmal ein bisschen Hydrazin wegwerfen. Nein, heute auf dem Programm habe ich mir nochmal ein bisschen was anderes überlegt. Jetzt werde ich mal kurz den Kanister nochmal los. Den brauchen wir gerade nicht. Und dann legen wir hier nochmal kurz ein bisschen in unsere Hydrazinburg Hydrazin ab. Brauche ich ja jetzt gerade auch nicht. So, einen halte ich mal als Reserve. Und ich sehe gerade, hier ist jetzt der Kanister schon längst durch. Na dann, machen wir erstmal hier so. Und da ist ja noch der Nüppel dran. Den müssen wir nochmal kurz mitnehmen. So, dann spüren wir hier schon mal weiter durch. Dann kann der weiter arbeiten. Der ist nicht richtig eingestellt. Das war einer der neuen. Warum? Ah, jetzt. Der hat gerade nur nicht richtig reagiert. Gut, denn wir haben jetzt mittlerweile genug Punkte, um uns entweder Dynamit oder Feuerwerk zu holen. Und beides bräuchte Sprengpulver. Und das ist auch das Letzte, was uns jetzt noch fehlt. Na, okay, das Vorletzte. Hier fehlt noch der Geländeanalysator. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Dynamit. Wir wollen mal ein bisschen explosiv hier durch die Gegend kutschieren. Das heißt, wir brauchen jetzt auch Sprengpulver. Das müssen wir jetzt hier hinten herstellen. Das habe ich hier schon mehrfach gesehen. Gummi, Aluminium, Ach, da war's. Und dafür brauchen wir Schwefel. Haben wir Schwefel hier? Methan, Argon, Stickstoff, Wasserstoff, Helium. Wir haben gar keinen Schwefel. Dann kann ich das gar nicht herstellen. Verdammt. Und dann wird es aus Kohlenstoff und Kohlenstoff hergestellt. Okay. Gut, da hätte ich mal vorher drauf gucken sollen, ne? Das ist natürlich blöd. Aber gut. Dann machen wir es nochmal folgendermaßen anders. Jetzt habe ich gedacht, jetzt können wir hier mal ein bisschen mit dem Sprengstoff rumspielen. Nein, dürfen wir nicht. Dann mache ich jetzt meine andere Theorie, die ich jetzt noch ausprobieren wollte. Das heißt, wir fahren jetzt einmal kurz hier ein Stück ran, ja. Setzen wir das Ganze mal ein weiter nach vorne. Nein. Ich wollte den ganzen haben, so. Und jetzt klicken wir das einmal ran und dann klappt das auch schon wieder. Können wir das nämlich ein ganzes Stück vorfahren. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hinkriege, wie ich das haben möchte. Ist halt ein bisschen blöd. Der rutscht hier auch immer so ein bisschen. So eng habe ich das hier doch gar nicht hingestellt. Na gut, jetzt brauche ich mal Folgendes. Und zwar, jetzt müssen wir den Rover nämlich wieder mal umbauen. Wo kommst du her? Ich habe keine Ahnung, wo du herkommst. So, hier brauchen wir einmal jetzt Ressource. Und hier, den brauchen wir jetzt nicht. Oder? Jetzt muss ich nochmal selber überlegen. Moment, der muss nach vorne. Bitte richtig rum, danke. Der muss jetzt einmal nach hinten. Und hier müssen wir jetzt die Ressourcenkanister einmal kurz weg machen. So, denn ich brauche das Ding hier. Und dann müsste der sogar sowieso nach hinten. Die brauchen wir ja dann für den Planierer. Oder möchte ich für den Planierer haben. Und dann will ich jetzt hier dran die Winde positionieren. Mal gucken, ob das klappt. Wieso fehlt mir denn jetzt hier eigentlich ein Lager? Das sehe ich ja jetzt erst. Warum fehlt mir ein Lager hier? Weil der Kran fehlt. Ja, okay, der Kran fehlt. Der Kran fehlt. Jetzt habe ich hier gerade... Das wollte ich nicht. Ich wollte... Den will ich auch nicht. Jetzt gib mir den gesamten Kran. Gib ihn her. So, Kran wieder draufgesteckt. Das ist schon mal wieder in Ordnung.
Jetzt müssen wir die Dinger hier einmal kurz austauschen. So. Da haben wir jetzt noch einen leeren Kanister, den können wir hier hinten nochmal hinsetzen. Na. Ich habe mir extra hier so viele Dinger hingestellt, damit ich die halt auch dementsprechend hier immer mal wieder ummutieren kann. So, dann nehmen wir uns zwei davon mit. Jetzt würde eigentlich noch eine zweite Winde passen. Ja. Wir brauchen nochmal eine zweite Winde. Eine zweite Winde. Um halt auch die Winde vielleicht sinnvoll einzusetzen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Winde, 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 Winde. Na, wo ist denn jetzt hier die Winde? RTG. Ho. Winde. Gummi und Wolfram brauchen wir dafür. Aha, ist ja noch kein Problem hier. Haben wir noch da. Einmal zurück. Ein Wolfram und der da hinten ist immer noch schön am Buddeln. Ja. War das jetzt Kunststoff oder war das jetzt Gummi? Ich kann ja jetzt mal kurz einen Kunststoff mitnehmen. Das ist jetzt heute schon wieder mit meinem Gedächtnis, ist ja schlimm. Das war Gummi, nicht Kunststoff. Gummi müssen wir einmal kurz herstellen. Das war, glaube ich, aus Harz und noch irgendwas. Gummi, 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 Gummi. Harz und Quarz. Harz und organisch. Na gut, dann holen wir uns hier mal kurz was Organisches. Und dann hier einmal drauf. Das Harz einmal drauf. Gib mir mal ein Gummi. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir das dann auch gut genug hinkriegen. Ach, da muss ich nie halt. Jetzt ist mir gerade ein Licht aufgegangen. Und zwar wäre das Problem. Ja, das klappt bestimmt nicht so ganz, wie ich mir das jetzt vorstelle. Weil ich muss ja jetzt doch nochmal wieder einen zurücklassen. Das muss ich jetzt zuerst machen. Das heißt, ich muss wieder einen abstöpseln. Und die RTGs wieder hinten dran machen. Wo hast du jetzt mir den RTG hingestellt? Ach, den hat. Den sollst du mir schon an den Hintern machen. So, dann drehen wir einmal das Ganze um. Dann kommt hier die Winde dran. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Jetzt brauche ich noch die zweite Winde. Und ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Also ich glaube nicht, dass ich das auf anderen Planeten dann nochmal absetzen würde. Aber es ist ja nur sozusagen eine Idee, das durch die Gegend zu eiern. So, dann hier mal auspacken. In die richtige Richtung ziehen. Und dann brauchen wir jetzt noch Kanister, die wir mitnehmen. Nehme ich jetzt einfach mal irgendwelche leeren Kanister hier jetzt einfach mal von mit. Und dann dürfte es eigentlich schon gepasst haben. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube. So. Das wird nicht ganz ausreichen, oder? Ja doch, 8 Energie. Und zwar hatte ich mir jetzt überlegt, folgendes. Das Ding hier ist ja für mich momentan eher so useless, weil man muss es ja zum Ressourcen transportieren irgendwo hintragen. Jetzt habe ich mir folgendes überlegt. Wir haben ja jetzt letztens mit der Winde ein bisschen rumgespielt. Wenn wir jetzt die Windendinger hier jetzt zweimal irgendwie schön dran kriegen, dann müssten wir den doch eigentlich schön hinterherziehen können. Na? Und der ist so stabil, dass ich ihn nicht weggezogen kriege. Okay. Kann man den dann nicht irgendwie. Schade.
Weil er klappt sich halt auch automatisch aus. Deswegen halt auch nur zwei, weil dann könnte ich nämlich hier hinten die RTGs umstellen. Oder umstecken. Ungefähr jetzt. Ah ne, da oben ist ja noch was drauf. Da ist ja noch Müll drauf. Ah, ich muss mal kurz Müll beiseite bringen hier. Schade, dass das nicht klappt. Das wäre jetzt nur so eine Idee gewesen, dass man dann sagt, okay gut, man zieht das Ding jetzt durch die Gegend. Kann man das nicht irgendwie umschmeißen? So, jetzt habe ich es umgeschmissen. Erfolgreich. Jetzt kann ich es auch mitschleppen. So, und jetzt dürfte es auch gehen. Es funktioniert doch. So. Und ja, wir können ziehen. Und es stellt sich nicht von alleine auf. So, jetzt könnten wir jetzt sagen, jetzt schleppen wir das Ding einfach mal mit den Dingern durch die Gegend. Jetzt suchen wir uns mal eine schöne Quelle aus. Oh, oh. Ja, ich wollte jetzt nicht nach unten, ich wollte weiter nach oben. Also ich denke mal, das wird auch nur für den Oberhalbbetrieb geeignet sein, weil das Ding schleppt sich ja jetzt die ganze Zeit mit uns hinterher. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir irgendwo irgendwas stimmt da nicht. Jetzt weiß ich, was da nicht stimmt. Oh, 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 oh. Jetzt weiß ich auch, warum wir hier so runtergefallen sind. Verdammt. Verdammt. Und ich komme natürlich hier jetzt mit meinem Jetpack nicht hoch. Weil wir haben jetzt gar keinen Kanister drauf. Und ohne Kanister können wir gar keine Straße machen. Das heißt, wir können nur bohren. Gerade. Das ist ja super. Das heißt, wir müssen noch einmal kurz zurückfahren. Ich habe die Kanister vergessen. Und yay, jetzt holen wir uns hier schon wieder ganz viel Grünzeug. So, zum Aufpassen. Hier ist. Oh, hier ist noch ein tiefes Loch. Hier müssen wir mal einmal raus. Das wollte ich doch alles gar nicht haben. Das Zeug. Ich habe ja jetzt ein weniger abgestöpselt. Nach oben. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ah, jetzt. So, jetzt einmal hier wieder deaktivieren und dann. Habepuh, das war jetzt aber knapp. So vom Steuern her muss man immer vorsichtig sein. Weil der ganze Wagen wackelt halt mit hinterher. Das heißt, ich muss jetzt gucken. Jetzt habe ich hier natürlich Harz schon drin. Organisches haben wir da drin. Hier haben wir jetzt auch Organisches drin. Oh Gott, jetzt geht das hier aber los. Ja. Ja gut, nehmen wir mal ein Organisches jetzt runter. Was kann ich ja denn hier. Ich hoffe, da passt das noch rein. In unsere Sachen. Kann ich den erstmal rausziehen. Und ich brauche ja jetzt trotzdem ja noch einen Kanister. Jetzt habe ich mir ja die Kanister alle weggemacht. Nimm nur einen Kanister mit. Das dürfte eigentlich auch reichen. Ich wollte jetzt eigentlich gucken nach einer. Komm, komm hier. Nach einer Kupferstelle. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hier irgendwie im Gebirge hier nochmal vielleicht was finden oder so. So. Kann man hier durch. Weil so würde es dann deutlich einfacher sein. Mal gucken, ob das dann auch ausreicht. Na, in dem Gebirge waren wir ja schon. Haben wir ja eigentlich nicht viel gefunden. Das heißt, ich fahre hier jetzt einfach mal querbeet.
Und durch die Winde verlieren wir das Ding eigentlich auch nicht. Es eiert bloß sehr stark rum. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hinten mehr auch nochmal ein Gebirge bei dem Signalpunkt da hinten. Da dürfte irgendwie Spaß hin. Oder hatten wir hier kein Gebirge? Ne, da hinten ist das Gebirge. Und da müsste ja auch irgendwo nochmal Kupfer zu finden sein. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das Ding dann anstellt, wenn wir das jetzt mal auf eine direkte Kupferader packen. Das hängt mir noch hinten dran, naja. So, hier nur mal kurz gucken, dass wir hier jetzt auch auf eine Kupferader irgendwo stoßen. Weil wenn, dann soll es jetzt auch gleich mal ein bisschen aktiv. Ah, da hinten haben wir eine. Ich habe schon eine gefunden. Was ist jetzt los? Da hinten willst du nicht, nach vorne willst du nicht. Was ist jetzt los? Nach vorne bitte. Ich weiß, nach hinten ist ein bisschen mistig. So, hier oben haben wir jetzt auch das Kupfer. Vorsicht. So, jetzt machen wir hier mal die Halterung einmal los. Versucht er jedenfalls. So. Na. Löse den Enterhaken. So. Und jetzt hatte ich mir Folgendes überlegt. Jetzt haben wir hier natürlich Harz überall drin. Den leeren brauchen wir jetzt einmal. Den setzen wir jetzt da drauf. Und ich habe hier jetzt wirklich eine sehr blöde Stelle mir ausgesucht. So. Halt, halt. Ich will da nicht hoch. Ich will ja wieder hoch. Oh, ich bin froh, dass ich jetzt den Jetpack hatte. So, das müsste jetzt gepasst haben. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich vergessen, die Verlängerung mitzunehmen. Nein! Ja, wie kriege ich dich jetzt da hin, dass du mir jetzt da mal kurz den hier geben kannst? Das ist natürlich jetzt gut, ne? Weil wir, ich will jetzt auch nicht die Ader da beschädigen. Ich will ja, dass das erarbeitet wird. Und ob das auch ausreicht. So, jetzt habe ich noch eine andere Idee. Könntest du auch von vorne halten. Stellen wir mal kurz die Sachen weg und dann gucken wir mal. Reicht das? Nicht ganz. Doch. Aber es ist jetzt die falsche Richtung. So. Das gibt's doch nicht. Gib mir jetzt hier einen Millimeter. Ganz leichtes Vor. So. Und jetzt nimmt er quasi das Erz automatisch raus. Oder sollte er jetzt eigentlich auch. Und dann würde es auch funktionieren. Jetzt habe ich hier wenigstens herausgefunden, wie das jetzt angeblich gedacht ist. Oder hoffentlich gedacht ist. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, man nimmt das jetzt halt mit einem ganzen, also mit einem vollen Rover mit. Und dann schließt man halt einen ab und schließt den halt vorne dran. Müsste sich das halt nur ein bisschen umbauen. Aber ehrlich gesagt, das wirklich aktiv nutzen, werde ich wohl wahrscheinlich nicht. So, also ich habe jetzt hier auch wirklich zwei RTGs mit dran und
Die produzieren ganz genau halt die 8 Strom, die er braucht. Das heißt, das dürfte eigentlich auch passen. Warum machst du nicht weiter? Also, du solltest jetzt hier mal weitermachen. Jetzt klappt's. Es ist aber auch ziemlich, ziemlich langsam. Aber es würde funktionieren. Ist jetzt auch natürlich eine blöde Stelle. Und je nachdem, wie viel Material wir uns da holen können, so wird es ja eigentlich auch bei dem Ding hier angezeigt. Das sind dann jetzt sozusagen die grünen Stempel. Bloß, was macht man dann halt? Außer... Also wie gesagt, fürs AP ungeeignet. Man kann dann quasi sagen, jo, jetzt stehe ich hier 20 Minuten rum und gucke ihn halt zu, wie er jetzt das Zeug aberntet. Aber mehr wird das auch nicht machen. Das Gute ist an dem Ding, dass er verformt halt auch nichts, ne? Bloß mit Autoressource hätte ich mir halt eher ein bisschen was anderes vorgestellt. Aber so wie es auch aussieht, holt er auch deutlich mehr raus, als die Ader überhaupt hergibt. Aber gut. Funktioniert soweit. Das heißt, das wollte ich ausprobieren, ob ich das Ding schleppen kann. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Ich lasse ihn jetzt einfach mal ein bisschen arbeiten. Mal sehen, was er sagt, wie viel er jetzt da rausgekriegt hat. Das wird mir ja hier angezeigt, oder ob das Ding hier voll ist. Gut, dann schaltet wieder ein und bis dann.